Alter, was geht ab, Leute? Bevor wir das Video anfangen, will ich euch kurz was zeigen. Eigentlich hätte ich es gedownloadet und dann ins Video geschnitten, aber lässt mich nicht downloaden, also ist vielleicht irgendwie geschützt oder so. Mach mal auch ein bisschen leiser. Ihr seht nicht viel, aber hört zu. Ja, das passt schon. Er verrät die größten Tricks aller Zeiten. Ja, genau darum geht es heute in dem Video. Ich hatte letztens im Livestream, ich habe hier mal meine kleine Liste aufgeschrieben mit ein paar Sachen, die ich euch heute verraten will, die nicht unbedingt jeder weiß. Dachte ich mir, ist ganz nett. Spielen wir heute den maskierten Magier. Ich habe das früher übrigens immer auf Super-RTL geschaut. Und heute spielen wir den Magier, der ein paar Tricks verrät, die nicht unbedingt jeder weiß und die nicht unbedingt jeder wissen sollte, sagen wir es mal so. Aber an sich ist da nichts allzu Schlimmes mit dabei. Angefangen mit dem Funkick, den kennt hoffentlich mittlerweile jeder. Auch in den Livestreams verwende ich den ja und anfangs hatte jeder immer gefragt, boah, was machst du da? Es kommen immer noch ein, zwei Fragen rein, wieso du die Pokémon nicht fängst, also ich im Livestream, sondern nur einen Ball drauf werfe und dann fliehe. Aber das ist der Funkick. Und die Sache, die jetzt nicht alle wissen, du kannst den Funkick abbrechen, also den Wurf abbrechen. Wenn du siehst, das Pokémon weicht aus oder so oder du wirfst daneben, kannst du den Wurf abbrechen. Und dann einfach nochmal werfen. Das spart dir erstens den Ball. Obwohl du den Ball schon geworfen hast, brichst du halt den Wurf ab und dadurch verlierst du den Ball nicht. Und du verlierst die Wurfsträhne nicht. Sagen wir, du hast gerade eine Pandia-Quest am Start und du siehst, er wird irgendwie abwehren oder du wirfst daneben und die Strähne würde eigentlich gerissen werden. Dann kannst du den Wurf abbrechen und es hat nicht gezählt wie ein Wurf daneben. Das wissen ein paar nicht und das finde ich sehr hilfreich, vor allem für die Pandia-Quest oder sowas. Lavita-Quest. Und falls ihr noch irgendwelche hilfreichen Tipps oder Sachen habt, wo ihr denkt, okay, das weiß nicht jeder, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Dann haben wir als nächstes Best of Freunde, okay? Ich hatte ja zur Heatran Rage Runde eine kleine Geschichte erzählt, bezüglich jemanden, der einfach so geöffnet hat und ja, ich dann nur 100.000 EP bekommen habe. Was an sich nicht schlimm ist, finde ich trotzdem halt relativ unnötig. Man kann sich ja absprechen. Das Argument, was viele dann immer bringen, ja, EP sind doch egal. Ja, aber nur weil es für dich egal ist, heißt es ja nicht, dass es für den anderen egal ist. Also, wenn es dir ja so egal ist, dann kannst du dem anderen einfach ein Geschenk schicken und der macht auf, wann er will, wann es ihm passt. Wenn dir persönlich die echt egal sind. Aber so oft höre ich das, ja, mir sind EP egal, sorry, ich habe das Geschenk aufgemacht. Ja, wenn dir die EP echt egal sind, dann lass doch den anderen entscheiden. Das ist so die dümmste Ausrede, die ich immer in den Gruppen sehe. Ah ja, wieso wickst du dich auf? EP sind doch egal. Ja, wieso machst du dann auf? Lass doch den anderen entscheiden, wenn dir die EP egal sind. Wenn dir die EP echt egal sind, dann juckt's ja nicht, ob der andere einen Monat wartet und dann alle sammelt. Immer diese Möchtegern-Ausrede, das ist langweilig so hart. Auf jeden Fall. Das war gar nicht das Thema. Wenn ihr aus Versehen ein Geschenk aufmacht und aufsteigen würdet, dann könnt ihr schnell den Kollegen löschen. Wenn er nicht im Spiel war, dann kriegt er die EP nicht angerechnet. Dann kann er die im Nachhinein nochmal machen, also noch bekommen. Ihr habt es aus Versehen aufgemacht, ihr kassiert die EP ein, ihr habt den Glücksei an oder auch nicht, ihr habt es aus Versehen gemacht. Aus Versehen, ja, ja. Ein, zwei Wochen warten, nicht aufmachen und dann aus Versehen mal öffnen. Alles klar. Diese Story habe ich auch nie geglaubt, man. Immer dieses aus Versehen. 3 Monate öffnet der Typ nicht und dann aus Versehen hat das mal geöffnet. Ja, wer es glaubt. Auf jeden Fall, wenn ihr es aus Versehen mal öffnet, dann schnell den Kollegen löschen, dann kriegt er die EP nicht. Es sei denn, er war im Spiel, dann zack, taucht es bei ihm auf und er hat Pech gehabt. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ihr löscht ihn nicht, er geht ins Spiel und geht sofort rein und macht ein Glücksei. Dann kriegt er noch die EP, weil denn die EP kommt erst, wenn die Animation auftaucht. Und dann gibt es halt die 200.000 EP oder 50, 100.000, was auch immer. Und wenn ihr ihn jetzt gelöscht habt, dann kommt bei ihm keine Animation. Jetzt fragt ihr euch, ja, wie geht das dann? Wie kann er dann noch beste Freunde werden? Einfach irgendwann wieder adden. Und dann bei der nächsten Interaktion steigt er dann auf. Wie gesagt, ich sehe das so oft in den Gruppen. Ey, sorry, ich habe aus Versehen den Geschenk geöffnet. Wenn du dich beeilst, ich hoffe, du warst nicht im Spiel, aber wenn du dich beeilst und dich einloggst und Glücksei anmachst,
dann kriegst du noch die EP, wenn es dich juckt. Aber mich hat es nicht gejuckt, deswegen habe ich geöffnet, obwohl ich die letzten 2 Wochen nicht geöffnet habe. Aber jetzt hatte ich einfach Bock zu öffnen. Ah, EP juckt ja nicht. Hast zwar kein Geschenk von mir, weil EP juckt mich nicht, aber trotzdem lasse ich dich nicht entscheiden, wann du das Geschenk öffnest. Obwohl mir EP egal sind. Das sind zwar halt die typischen Leute, immer diese EP egal, aber nicht wirklich egal. Wisst ihr, was ich meine? Und das sehe ich halt so oft in den Gruppen und das kann man halt einfach verhindern, indem ihr, wenn ihr das echt, wirklich echt aus Versehen mal öffnet, einfach direkt löschen, die Leute. Andere Sache, wenn ihr beste Freunde löscht zum Beispiel oder allgemein Leute, es dauert um die 4 Monate, bis sich euer Status löscht. Ihr wisst ja, ich habe ein paar lucky Freunde aus überall aus Deutschland und es bringt halt nichts, die als lucky Freunde in der Freundesliste zu haben, die blockieren einfach nur die Liste. Das sind 30 Leute, die einfach die Liste blockieren würden, bis wir uns irgendwann mal sehen und tauschen könnten. Die habe ich alle gelöscht und die sind immer noch lucky Freunde. Der Status bleibt nämlich, wie gesagt, 4 Monate, bis zu 4 Monaten und zwischendurch addet man sich halt immer mal wieder, damit der Status wieder aktualisiert wird und sich nicht resettet. Das kann man halt so ausnutzen wie ich. Oder ihr nutzt es halt so aus, dass ihr irgendwelche Leute wieder addet, um dann neue EP zu machen. Weil nach 4 Monaten seid ihr wieder 0 und dann könnt ihr wieder hochleveln und wieder EP machen. Das nutzen auch ein paar aus. Nächster Punkt sind Smurf-Accounts. Das sind Mini-Accounts und die spielt man nicht so wie einen zweiten oder dritten Account. Man braucht kein eigenes Handy für die. Man hat halt die Daten im Handy gespeichert und man loggt sich nur für bestimmte Sachen ein. Wie zum Beispiel für erhöhte Shiny-Chancen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwas shiny jagt, wenn er zum Beispiel ein Kaumalat ist, ist selten, man hat dann schon mal die Chance auf einen Kaumalat und das gibt es momentan noch shiny, dann ist es so, dass manche Leute sehr, sehr viele Smurf-Accounts haben, Mini-Accounts, die sehen halt das Kaumalat oder irgendein seltenes Pokémon oder irgendwas, was momentan shiny gibt, fangen das, loggen sich so oft um, wie sie halt Accounts haben und fangen das auf jedem Account. Somit haben sie halt erhöhte Chancen, kommt drauf an, wie viele Mini-Accounts sie haben, auf dem shiny. Wie gesagt, das kann man bei so seltenen machen. Nebenprodukt ist, man kann es auch noch rübertauschen und möglicherweise wird es Glücks, möglicherweise wird es Glücks und gut. Das kann man machen, wenn man bei irgendeinem Nest ist, ganz Nest-Pokémon abklappern und solange man wartet, bis halt wieder neu spawnen, kann man noch mit ein paar Minis einfach die nochmal abklappern. Da hat man einfach nochmal vermehrte Chancen. Oder irgendwelche Raid-Pokémon. Man macht damit halt irgendwelche Klick- und Shinings-Raids und Flunkiefer und so. Dann hat man nochmal mehr Chancen und man benutzt einfach den Gratis-Pass jeden Tag und dann hat man da mehr Chancen auf ein Shiny. Das kann man sich dann irgendwann rübertauschen. Oder auch da kann man sich einfach rübertauschen und hoffen auf Glücks 100 oder sowas. Was man noch mit dem Mini-Account machen kann, sind natürlich X-Rate-Agen. Einfach irgendwelche X-Rates nur dort machen. Und dadurch, dass du halt Merge hast und die verteilst, kriegst du halt zum Beispiel bei einer Einladungswelle mehrere Einladungen und kannst dich dann selber einladen. Das letzte Thema, Multilog. Mit Multilog kann man viel machen und das ist sehr unterschätzt. Und wie gesagt, ich hatte das schon mal erwähnt, Multilog. Multilog hatte früher auf den Ruf, dass man dadurch sofort gebannt wird und das sehr, sehr gefährlich ist, aber da passiert nichts und so viele Spieler, vor allem die etwas besseren, sag ich mal, die Hardcore-Spieler machen vieles davon. Zum einen war das möglich mit den X-Rate-Einladungen, dass man sich gleichzeitig einloggt und einfach an mehrere Leute, eine Einladung an mehrere Leute schickt, das geht nicht mehr. Das hat Niantic gefixt, aber man kann immer noch andere Sachen machen. Ganz, ganz früher, das gibt's schon seit 2016, Glücksei. Du kannst ein Glücksei anmachen, dich auf 2 Handys gleichzeitig einloggen und einfach entwickeln. Man kann nicht dasselbe Pokémon gleichzeitig entwickeln. Sprich, am besten macht ihr entweder jedes zweite Pokémon und dann geht ihr einfach so durch oder von oben und unten nach in die Mitte. Wenn man jetzt gleichzeitig eingeloggt ist, kann man noch ein paar andere Sachen machen. Wie zum Beispiel bei Raid-Touren. Da habe ich ja immer den Stress mit dem Geschenk öffnen, Level aufsteigen, Glücksei und den ganzen Raids. Da kannst du einfach gleichzeitig eingeloggt sein. Einer macht ganz normal die Raids, der andere macht die Geschenke auf. Und wenn ihr damit fertig seid, das eine Handy macht ganz normal die Raids und das andere kann nebenbei noch entwickeln, Glücksei läuft ja immer noch. Somit kann man auch noch ein paar extra EP machen. Man kann sich damit auch noch extra Zeit lassen beim Raiden oder bei der Raid-Tour sich ein bisschen Stress nehmen. Checkt gerne die Videos von meinen Raid-Touren ab, die sind extrem stressig. Vor allem dieses eine, Uncut, 1 Stunde live, da habe ich euch hier vorne dran notiert und da seht ihr einfach meinen Blickwinkel von der Raid-Tour und wie stressig das ist und wie lustig. Aber, um euch ein bisschen Stress zu sparen, und nicht immer zum Beispiel fliehen zu müssen vom Raid, damit ihr noch den anderen schafft. Da könnt ihr einfach in Ruhe fertig fangen auf dem einen Handy und geht mit dem anderen Handy in den Raid rein. Also mit dem raidet ihr. Oh, jetzt habe ich mein Zeithandy nicht da. Zum Beispiel hier seid ihr in den Raid gegangen und habt den besiegt. Die Gruppe ist schon weitergegangen zum nächsten Raid. Ein paar sind auch schon reingegangen, aber ihr wollt noch in Ruhe fangen. Dann fangt ihr mit dem Handy einfach in Ruhe fertig und mit dem anderen geht ihr in den Raid rein. Und dann könnt ihr hier fertig fangen in Ruhe und mit dem in den übernächsten sozusagen reingehen. Das kann man zum Beispiel auch machen.
Was man noch machen kann, ist zum Beispiel bei den Rocket Days einfach gleichzeitig die Rocket Stops machen. Also nicht denselben, auch da müsst ihr wieder jeden zweiten nur machen mit dem Handy. Aber wenn ihr in zwei Handys eingeloggt seid, könnt ihr sozusagen links und rechts die Rocket Stops machen und dann einfach beinahe doppelt so viele machen, wie wenn ihr nur ein Handy hättet. Nehmt an, hier sind zwei Stops, dann macht ihr mit links den linken Stop, rechts den rechten Stop, Rocket Stop und dann geht sie weiter und so weiter und dann macht ihr echt doppelt so viel eigentlich. Letzter Punkt, tauschen hat keinen Cooldown. Cooldown bedeutet, wenn ihr irgendwo zu schnell euch hinbewegt, dann seid ihr gesperrt. Das gilt vor allem für Spoofer, aber auch wenn ihr irgendwie zum Beispiel U-Bahn fahrt, das habe ich oft, weil in der U-Bahn mache ich irgendwelche Pokémon entwickeln und wegschicken und sowas. Und irgendwann, meistens habe ich kein GPS, dann ist kein Problem. Aber irgendwie manchmal kriege ich doch GPS und dann stehe ich irgendwo, wo ich halt nicht stehe. Und wenn ich dann noch den Ball verbunden habe, der dreht dann automatisch einen Stop. Und der Stop wird dann gedreht, kein Problem. Und dann gehe ich halt rauf und bin da, wo ich wirklich bin. Aber ich kann nichts drehen und nichts fangen, weil ich vor einer Minute irgendwo ganz, ganz weit weg war. Man kann nicht sich von einem Ort zum anderen zu schnell bewegen. Also bewegen an sich kann man schon, aber wenn man irgendwelche Aktionen durchführt, dann sind die halt geblockt. Du könntest dich zum Beispiel, oh ja, das war nervig. Ich wollte mich in eine Arena setzen und wie gesagt, war in der U-Bahn und habe dann in der U-Bahn mit dem Ball irgendwas gedreht und anscheinend war ich irgendwo, wo ich nicht war. Und dann bin ich halt hochgegangen und konnte mich nicht in die Arena setzen, weil ich vor einer Minute noch an irgendeinem Stop gedreht hatte, der weiter weg war. Und da war halt ein Raid drauf. Und ich wollte mich davor noch reinsetzen und dann konnte ich das nicht, musste ja eine gewisse Zeit abwarten und dann ist der Raid gekommen und konnte mich nicht reinsetzen. Das war nervig. Oh, was anderes, was noch nervig war, oh mein Gott. Seitdem mache ich immer ein Ding aus, wenn ich zu einem 100er fahre. 100er ist reingekommen, ich war in der U-Bahn und war verbunden natürlich. Der hat wieder irgendwas gedreht, wo ich nicht war. Komme rauf. Zum Glück hatte ich noch ein bisschen extra Zeit. Komme rauf. Ich konnte den 100er halt nicht fahren, weil ich Softbahn hatte, weil ich, wie gesagt, vor einer Minute noch irgendwo anders einen Stop gedreht hatte durch den Ball und durch die U-Bahn. Da muss man halt die Zeit abwarten und das ist der Cooldown. Und jetzt kommt der Trick, beim Tauschen gibt es keinen Cooldown. Ihr fragt euch jetzt, hä, was bringt mir das? Ich bin ja eh kein Spoofer oder so. Das stimmt schon. Aber viele Leute betreiben Account Sharing, vor allem für Lucky Trades. Ich habe auch ein paar Kollegen, die geben mir ihre Daten und ich logge mich ein und dann tauschen wir, weil, wie gesagt, ich habe viele Glücksfreunde. Und was viele jetzt nicht wissen, die denken sich, okay, die sind so und so weit weg von München. Ich muss Hong jetzt 3-4 Stunden Vorlaufzeit geben, das heißt, in den nächsten 3 Stunden logge ich mich nicht ein oder 4 Stunden und wenn er sich dann einloggt und wir dann tauschen, dann sollte alles klappen, aber das ist eigentlich vollkommen egal, denn wie gesagt, Tausch braucht keine Cooldown-Zeit, ich kann mich einfach direkt einloggen und tauschen und dann, solange ich nichts fange oder drehe, dann habt ihr keine Probleme, dann kriegt ihr keinen Softbann und so, wenn wir einfach nur tauschen, ist es kein Problem. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist auch ein Geheimnis, das ich damit lüfte, dass viele Account-Trading betreiben und eben auch das mit den Lucky Trades machen. Durch Account Sharing. Also ich habe kein Problem damit und keiner hat meine Daten, aber ich habe ein paar Daten von ein paar anderen, um irgendwelche Hunderte für die zu fangen oder eben um ein paar Lucky-Tausche zu machen. Darüber können wir auch mal ein Video machen über Account Sharing, falls ihr wollt. Aber das waren so ein paar Sachen, die ich euch mitteilen wollte, wo ich denke, das weiß nicht unbedingt jeder. Nutzt dieses Wissen, wie ihr wollt. Ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.